So, herzlich willkommen zurück bei Layers of Fear in einer neuen Runde, neuer Folge. Letzte Folge ist nicht ganz so viel passiert, es sei denn, ja, wir haben uns halt hoffentlich erschreckt. Ja, ich habe mich erschreckt. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, wir sind hier vor dieser schönen Tür stehen geblieben. Genau, uns hätte fast ein modriger, alter, lappriger Ventilator erschlagen. In den Rücken gemessert. Genau, hier waren wir stehen geblieben vor dieser Tür und ich würde sagen, wir machen weiter und gehen durch die Tür. Hä? Hier ist nichts. Wir müssen da nicht rein, oder? Müssen wir. Ich glaube, wir sollen da rein. Was? Mach bloß das Licht an. Mach bloß das Licht an. Wir haben wieder einen Schlüssel. Mach das, lass das Licht an. Lass das Licht an. Lass das Licht an. Da. Da ist keiner da. Keiner da. Hör auf. Was ist das? Okay, was ist verkratzt? Ich kann. Okay. Es ist anscheinend das Hochzeitsfoto. Alkohol. Natürlich. Ein süßes Panda-Malbild. Oh Gott. Fuck. Anmachen bitte. Ist das hier sein Künstlerzimmer? Schreibt er hier? Wir? Entschuldigung. Das ist der Wir? Anscheinend hier ein. Entwürfe und Skizzen. Okay, ich traue mich da nicht rauszugehen. Aber wir müssen, ne? Okay. This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Okay, also wir sind. Kann ich das nochmal? Ja. Anscheinend sind wir doch etwas verkrüppelt, sag ich mal. Okay. Deswegen auch der Rollstuhl. Mach bloß die Tür damit zu. Konnten wir jetzt eigentlich. Mich interessiert es ja immer noch, dass wir, ob wir da zurück können, aber das. Weitermachen. Hier kann man noch aufmachen. Was ist das denn? Das ist auf dem Oberteil. So ein. Wo man im Nacken zubindet.
Gut. Ah. Okay, Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel. What? Ich hoffe, das war das Schränkchen, ey. Inspired OCD. Ah ja. Okay, das Schlafzimmer. Wet. Wunderschöner. Spielt ein Panda. Ah, eine Violine. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Okay. What? Langsam glaube ich, dass wieder so ein bisschen was. Also die Frau meine ich. Dass die Frau irgendwas an der Klatsche hat. Aber das macht ja dann irgendwie auch. Macht ja dann auch irgendwie keinen Sinn. Seltsam. Okay. Ah, okay. Prothese. Prothesendiebe. Nimm mal satte Bastarde. Kann mir keine neue kaufen. Warum? Das beschissene Bein. Okay. Huch, jetzt ist es weg. Verdammt. Ich wollte es mir nochmal angucken. Okay, das ist ein Schlafzimmer. Der zwei. Ich schau gleich bei dem. Ist es ein Grammophon? Fällt der Name gerade nicht ein. Okay, hier. Wupp. Okay, jetzt müssen wir es aufleiern. Oh Gott, die Maus über den ganzen Tisch ziehen. Oh Gott. Oh gosh. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Oh mein Gott. Das war ein Glas Blut. Der hat sich Blut abgezapft. Oh, das ist eklig. Oh, das ist echt eklig. Jetzt schleppen wir ein Glas Blut mit uns rum. Okay. Ich kenne es. Ich muss sagen, ich muss gestehen, ich kenne es aus der Demo. Jetzt spielen wir es quasi rückwärts ab. Das spielt es als ganz. I stepped okay. Right on her toes, and when she bumped my nose, I fell, and when I rose, I felt ashamed. Stumbling all around, stumbling all around, stumbling all. Ja, jetzt sind wir stolzer Besitzer eines blutigen Fläschchens. Gut, dann setzen wir unsere Reise mal fort. Ah, okay, wir haben unser zweites Achievement bekommen. Okay, setzen wir es mal hier. Okay, es nimmt auf jeden Fall Gestalt an. Hier ist, ach genau, hier kann man, kann ich euch nochmal zeigen, dass diese Prothese vorhin geklaut wurde. Ja, ist ja gut. Unser Fotobuch, genau. Oh, ich hoffe, ich krieg alles gesammelt, Mensch.
noch ein Dings. Ich ertrage es nicht, dich so zu sehen. Es geht dir nicht gut. Du schwitzt und zitterst die ganze Nacht und hier bist du nun, wie üblich, eingesperrt in deiner Werkstatt. Dieser ganze leidende Künstlerunfug hat jetzt aufzuhören. Okay, das war wieder die Frau. Vom Tritt heraus. Okay, hier liegt aber wieder was Neues. Ah ja, okay, es wird wieder ein Grab für dich. Für uns. Genau, jetzt haben wir hier fupp, unser wunderschönes Fläschchen. Bäh, Blut. Okay. Gut, also man erkennt quasi schon eine super Form. 4 Stück fehlen uns noch. Ich freue mich. Ich freue mich. Und hier, die Wand ist auch noch ziemlich leer. Gut, aber bevor wir jetzt wieder herausschreiten, wird die Folge leider ein bisschen kürzer, weil die andere ein bisschen länger war. Ich muss es ein bisschen besser timen, immer dass es immer so 20-Minuten-Folgen gibt. Ich will ja jetzt jeden Tag eine Folge rausbringen. Gut, dann wisst ihr Bescheid, wie immer. Daumen nach oben, damit ich sehe, dass es euch gefallen hat. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich will wissen, wie es weitergeht. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und immer, wenn ihr das auch schaut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, hoffe ich. Bis dann. Ciao.